Morgen, morgen, Mensch mit Katz. Da sind wir wohl in Jekyll Lands 3 und diesmal möchte ich mir hier unten, habe ich mich überlegt, die Puffottern angreifen. Also ab mit dem Boot hier rüber, weil ich will wissen, was diese Reparaturwerkstatt so richtig macht. Also Munition und Sprengkörper kann man da herstellen. Und hier drüben hat die Mine und mit mehr Geld haben wir bessere Söldner, mehr Söldner. Mal schauen. Hier hinten haben wir mittlerweile gut ausgebildete Miliz. Insofern sollte man das nicht so leicht erobern können. Da auch ziemlich gut, so halb halb. Insofern hoffe ich, dass das so lange hält, bis ich hier drüben ankomme. So. Oh, Mensch, bisschen am Aufstoßen hier gerade. Also, ihr fahrt da rüber und... Was? Nö, wer ist denn hier noch beschäftigt mit von euch? Achso, ja, stimmt. Wir sind ja noch am Gebiet ausspähen. Warum eigentlich? Achso, damit wir sehen, was da drüben los ist, wo die hocken. Dann müssen wir mal kurz schauen. Was machen wir den anderen so lange? Verletzungen behandeln gibt es auch noch. Achso, da sind sie auch noch bei. Die einen machen Verletzungen behandeln. Ja, ja, vom letzten Mal muss man wieder reinfinden. Sollte trainieren, dauert leider bestimmt wieder 2 Tage. Ich jetzt hier innehme. Ja, das dauert mir zu lange. So, Gegenstände reparieren geht gerade nicht, weil wir nichts haben, was heil gemacht werden kann. Na gut, dann müssen wir halt einfach so abwarten. Und wir gucken auch gleich mal, ob dieses Ausspähen quasi nur für benachbarte Gebiete zählt. Ready and available. Was? Achso, dass wir das heilen, das jetzt fertig ist. Ja, Söldner trainieren wird ja auch nicht schneller. Der Rest ist alles durch. Hätte ich beim Gebiet ausspähen einfach jemand mehr nehmen sollen. Kann ich hier noch was ändern? Bei Bestätigung beginnt die Operation mit neuen Parametern eine neue Ressourcenabschnittszeit. Jetzt könnte sich dadurch ändern. Halt. Wirklich abbrechen. Bist du sicher, dass du Gebiet ausspielen anhalten willst? Wieso anhalten? Oh, ich würde höchstens noch jemanden zupacken. Sind die jetzt schneller? I will give this task all the love it deserves. Ich hoffe doch. Bisschen schwierig immer mit dem ganzen Abbrechen und alles hin und her. Da bewegt sich die Diamantenroute. Da hatten wir jetzt mal überlegt, ob wir hier oben lang machen. Aber da ist der Weg, glaube ich, noch zu hart und zu weit. So, wilde Tiere greifen wir uns erstmal an. Ah, die wurde angegriffen. Die ist ja halb tot. Boah, was für eine Kacke. Jetzt muss ich ja doch mal heilen. Wenn sie sich selbst heilen, wäre auch nicht so toll, glaube ich. Besser, wenn das jemand anders macht. Einen Tag. Fuck. Oh. Warte mal, was ist denn, wenn das zwei... Was ist denn, wenn sie da mitmacht? Beim sich heilen. 15 Stunden. Kann das noch mehr mitmachen? 12 Stunden. Let's go. Mach mal ein bisschen schneller, die muss halt fit werden. Das soll nicht so lange gehen. Ich will da endlich rüber. My body's feeling much better. Wanna see? Wieso immer noch aufteilen? Ich bin gerade etwas verwirrt. Was? Charlie Trip wird erreicht. J. Ach, wieso? Die sind doch schon in dem Ding. Die machen noch was? Was macht sie denn? I'm done here. Die sind doch alle fit. So, jetzt aber rüber. So, 5 gegen 10, ist wie immer unschön. Bereit machen zum Angriff, ja. Zum Glück ist nicht noch jemand erschöpft mittendrin. Das wäre jetzt das nächste gewesen. So, Regen und wir haben Infos. Ladehemmungen, Zustand der Waffen verschlechtert sich anscheinend schneller. Aber und die hören uns nicht so leicht. Also Vor- und Nachteile. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen leiser machen. Ich habe jetzt mitgekriegt, dass der Regen dolle, dolle laut ist. Vielleicht hilft es ja. So. Wir haben nur den Ort hier oder haben wir noch andere Möglichkeiten? Hier ist eine Patrouille. Ach du Kacke, ist die Map riesig.
Okay, wir können nur dort unten starten. Vom Hafen. Und hier sind Feinde und ja. Gut, die sind also zumindest gleich nah bei uns dran. Ist natürlich blöd, dass wegen den Patrouillen. Das heißt natürlich, wir kommen hier auch schlecht weg. Naja, gut, den können wir so aber auch einfach hier starten. Did someone call Dial a Creek? Da ist schon der erste Trupp drin zu sehen. So, erstmal alle im Sneaking-Modus. So. Keeping it quiet. Becoming undetectable. Schmeiß ihn mal gleich auf den Boden, krabbel mal nach da vorne. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. I shall not make a noise. Running silent. When I was little, I would hide from everyone. As silent as a spirit in the woods. What? Moving. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. I shall not make a noise. Ist das irgendein Zivilist, mit dem wir reden können? Ready. Okay. Gucken. Quiet. Wo sind die ganzen Handbekörper hin? They'll never see me. Which is kind of a shame, frankly. They found us. Ja. Wo? Ja. Mann, lass mich doch die Karte bitte selber bewegen. Darf ich jetzt? Danke. Wo bin ich jetzt reingelaufen? In wen? Die da drüben? Nee. Doch, ist ja die Einzige, die was sieht. Der da hinten hat mich gesehen? Nichts ahnt. Wie wird mich sonst gesehen? Meine Leute sehen niemanden, aber sie werden gesehen. Das ist schon mal unschön. Weil der ist ja immer noch nichts ahnend. Ready. Wisst auch nicht, wo ich mit den Leuten hingehen will. Der hier könnte eventuell hier hochkrabbeln. Muss ich den oben hinschmeißen? Geht das denn noch? Na komm, mach mal. So, er springt auch da hoch. Da ist ein Feind. Ich hoffe, der sieht mich noch nicht so richtig. Und von der links kann ja nichts kommen. Der ist ein bisschen weit weg, würde ich mal tippen. Ein bisschen dolle weit weg. Kann sich auch einfach mal hinstellen. Bis da hinrennen. Hab ich gerade gefragt, wie wir sind da hinkommen. Aber die kann einfach hier rüber hüpfen. Das ist ja krass. Das heißt, die Gegner könnten hier drüben auch einfach rüber hüpfen. Okay, das sind alles Sachen, die ich gar nicht so erwarte, dass das geht. So, aber ich beide schmeißen wir jetzt mal auf den Fußboden. Und wenn du noch ein bisschen laufen kannst. Ach komm, machen wir mal ein Stück vorkrabbeln. So, wie schaut es mit dem Haus hier aus? Kann ich da mal reingucken? Rein da mit dir. Einmal durch die Scheibe, genau. Gut, damit ist sie auch ziemlich safe. Hoffe ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wo die Gegner sein sollen. Den da hinten sehe ich ja. Hier ist halt echt gut geschützt. Kann man in dieses Häuschen ja auch noch rein? Noch sind doch alle verborgen, oder nicht? Verborgen, verborgen. Okay, er wird sie sehen. Der Rest ist verborgen. Gut, mit ihm hätte ich vielleicht doch nicht da hoch sollen. Also müssen wir mit denen hier hinten können wir auch nichts machen. Nee, gut, dann warten wir mal ab. Sehr stark. Was hat er denn? Dass er sehr stark ist. Oder meinen die einfach nur, dass der viel Zeug mitschleppt? Ja, auf dem Dach ist glaube ich ganz schick für den.
Hoffentlich trifft meiner besser als er. Scheiße wäre, wenn er einfach hochspringt aufs Dach. Zivilistenbewegung? Okay. So, dann. Guck mal, den da kannst du doch jetzt gut abschießen, oder nicht? Wie kannst du nicht? Ich finde das nicht. Wieso hast du so wenig Punkte, Junge? Schießen wir jetzt auf den Body oder schießen wir Richtung Kopf und hoffen, dass was wird? Jemand sein Gesicht nicht mehr wahren können. Der war plump, ich weiß. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Looking for stealth. Kommen wir mal weiter, genau. Du hast ja so ein Gewehr. Dann schütz mal vielleicht hier bis dort drüben irgendwie, ich weiß nicht. Damit da keiner langrennen kann. Du stellst dich wieder hin. Und. Nee, bei dir warten wir nochmal kurz ab. Wie schaut's mit ihr aus? Kann die auf den da drüben rumballern? Das ist eine gute Frage. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. Na, wir können es versuchen. Hat nicht so geklappt. Dann schmeiß ich mal hin. I shall not make a noise. Wird halt von überall sehen, denn ja. My Babusia taught me to hunt this way. Ja, ich wollte mich glaube ich noch nicht. Ich hätte lieber erst schießen sollen, nämlich dann hinlegen. Oh, zumindest ein bisschen getroffen. Schwer verletzt steht zumindest bei ihm dran, ne? Der kommt ja gar nicht so weit. Der kommt nicht so weit. Naja, dann können wir mit dem erstmal bis dahin rennen. Und dann müssen die Feinde leider wieder dran sein. Was hat er da entdeckt? So, ausrücken, sehr stark. Was hatten wir eine Pfote? Die kommen hier hinten rum jetzt, okay. Noch ein Scherge, zumindest kein Scharfschütze. Das ist ein sehr hoher Turm, hier kann man da hochkrabbeln. Na, das ging noch. Das sind halt bloß relativ viele Feinde jetzt langsam. Aber das haben wir ja gewusst. Das Team muss 3 Feinde mit Nahkampfangriffen töten. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Das Team muss 3 Feinde mit Sturmgewehren oder MPs töten. Ja, das könnte er denn wohl eher hinkloppen. Also hinhauen. Ready. So. So richtig vorankrabbeln kannst du auch nicht. Was ist denn das? Was hast denn du für eine verdammt wenig Reichweite? Achso, das ist ja mein Heavy, der noch nicht so genug hatte, ja, stimmt. Ich vergesse mal, wer das ist. Bin ich ja selbst. So, was hältst du auf den zu schießen? Ach, er war auf Einzelfeuer. Fing dem davor. So, hör mal, du. Kriegst du den da vernünftig mit einer Salve weggeballert? Ja. Das war nicht mal verkehrt. Wenn man jetzt brauchst du da drüben, glaube ich, nicht mehr schützen. Dann steh mal hoch. Suchen wir mit ihr jetzt hier rüber, damit wir nächste Runde was machen können, oder? Ja, machen wir. So, das heißt, du bleibst die Runde in Deckung. Ja, da kommen sie halt jetzt auch langsam an die Schüssen. Jetzt hier durch die Türen schießen oder was? Sieht den dort drüben, wenn ich mich hier hinstelle.
versuchen wir es einfach mal. Ups, da hat er schon die Chance instant. Na gut. So, und Madame steht nochmal auf. Beziehungsweise. Und zielt mal in die Richtung hier. So sieht die nicht. Ja, wir gucken mal trotzdem, ob sie es hinkriegt. Du kannst dich ja eigentlich wieder hinschmeißen und weiter geht's. Fast tot steht bei ihr jetzt schon dran. Fahr zur Hölle 25! Unverletzter Speer. Kommt immer wer noch ein Stärker an die Rand. Zum Glück nichts geworden. Ja, bisschen getroffen, aber der ist ja stark. Schießt du nicht nochmal? Was macht der? Kann der jetzt noch angreifen? Nee, er läuft einfach so nah ran. Weil der eine fucking Doppelläufe hier Schrotflinte hat. Got a clear shot here. Alter, der hat gerade einen Kopfschuss gekriegt, oder nicht? Kalina hier. This should do it. Das ist eine kranke Sau. Points for style. So, ihr werdet euch jetzt gegenseitig verbinden. Hilft hier nichts. Du kommst aber noch hoch. Wieso also kann ich nicht von der Kante schießen auf den? Da sieht er den nicht, oder was? Wenn ich so auf den schieße? Hey, nice technique. Maybe you can give me some pointers later on. Der Schrotschuss war dolle, dolle übel. What? Hat er vorkrabbeln? Oh, eine Beweglichkeit erhalten. Schade, ich kann trotzdem nicht weiterhalten. Mach mal, wirf mal von da. Hübsch. Ist das da ein Häufchen? Geil, da muss ich mal kurz aus dem Bild. Einfach mal ein Häufchen gemacht. Das fetzt. Das war sehr cool. Einfach mal den Schuppen platt gemacht. Leider steht meiner jetzt auf dem freien Feld oben, weil ich nicht wusste, was er für Granaten werfen sich hinstellen muss. Aha, na gut. Blutet halt noch, ja. Ich bin dabei. Speer voll gestürmt und zieht den da oben wahrscheinlich jetzt ein paar rein, wa? Nicht? Nicht? What's on your mind? So, du musst jetzt noch die andere heilen. There. All better. Let me know if it itches. Dann I can rub something on it. Don't tease me. Irgendwie Deckung halt geben. Quiet. Ihr beide könnt ja jetzt quasi nicht wirklich was machen. Ja, mach mal was davor. Dann guck dir den da mal an. Ist ein bisschen weit, glaube ich. Das ist dolle weit. Schieß mal einfach auf der Arme. Etwas klappt, das klappt nicht. Hat nicht geklappt. So, dann schmeißt du dich hin und krabbelst nächste Runde weiter vor. Ready. So, du solltest dich vielleicht, bin mir da nicht sicher, aber nachdem du dich ein bisschen bewegt hast, doch mal wieder hinpacken. Target locked. Wir machen mal ruhig Salve. Schieß einfach mal in die Richtung. Bisschen was geschossen, okay. Ja. Ja.
Weiß nicht, ob hier drüben jemand ist, der mich überraschen kann. Hier sind einiges an Zivilisten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob hier von hier rechts noch wer dazukommt, ob ich ihn jetzt auch noch zuhole. Kriege ich ihn eigentlich irgendwo auf dem Dach drauf? Nicht so richtig. Dann lassen wir den unten. Und zwar Richtung Haus und dann gucken wir mal. Das Fenster kann er ja immer noch hüpfen. So, alle durch. Weiter geht's. I feel there is good magic in this bandage. Und? Ah, schade. Ich hab's versucht. Weiter ist er nicht vorgekommen. Okay. So, und leider können wir von hier aus ihn nicht beschießen. Ah, das überlegen wir uns noch. Yes? So, Fräulein, wie schaut es denn bei dir aus, wenn du hier vorhüpfst? Hier rein kann man nicht. Das Gebäude, das scheint wie ein festes Gebäude zu sein. Das ultimative Hausboot. You sure there is any better than here? I could do this blindfolded and tied up. Schieß einfach. Schwer verletzt. Yes? All right. Du auch nochmal. I have the villain in my sights. Oh, der ist umgefallen. Need more bullets soon. Battle is over for now, but there are still enemies around. Okay, der Kampf ist aber vorbei. Was ist hier drin eigentlich, was hier die ganze Zeit so leuchtet? Behälter deaktivieren mit Kalina. Lass mich mal rein da gucken. Get ready. They're here. Okay, sie hat da eine Mine drin gefunden. Oh, oh Gott, hat die kassiert. Don't tease me. Okay, hier sind also auch dann Sachen noch vermint. Hübsch. Dann müssen wir hier nochmal verbinden gehen. Das ist natürlich unschön. Oh, da ist ein Feind in Sicht. What's the word? Er ist misstrauisch, weil was geknallt hat. Yes? Kann ich hier gar nicht nachvollziehen. Aiming. Ist halt schon dolle weit weg. Jetzt hat er mich ja doch entdeckt. Ready to shoot. Jetzt hat er mich ja doch entdeckt, na dann. Nicht geklappt. What's the word? Got a nice clean shot from here. Fast tot. Hat zumindest ein bisschen was kassiert. In Deckung gehen. Yes? Hier drinnen wird noch ein bisschen verarztet. What do you want? Du siehst ihn nicht. Grabe mal ein Stück vor, vielleicht siehst du ihn ja dann besser. Also ja, ich habe ja den weißen Strich gesehen, du siehst ihn denn definitiv besser. Pay close attention to my form. Einmal in die Fresse. Vielleicht reicht doch einfach der Körper. Ja, sie reicht, ist durchgegangen. So, Kollege, du hast zwar eine schöne Sicht da oben, aber mittlerweile ist die Position nicht mehr so schick. I can't do that during combat. Achso, wir müssen erst das Gebiet komplett befreien. Affirmative. Sure. Certainly. Sehen wir hier irgendwo Feinde? Kommst du da rüber? Hier kann er durch dieses Zeug laufen. Okay, keine Feinde hier hinten. Sind die alle Mann denn hier hinten bei der Patrouille, wa? Yes? Kriegen wir die einfach alle mal hier gesammelt? Sind ja noch einige verletzt. Found something. Mal alle in den Schleichmodus, genau. So, wollen wir uns mal hier oben gucken. Sind denn auch noch Gebäude? Hostile in sight.
Oh, die haben bei den Stufenaufstieg. Wie schalte ich denn das aus? Oder wie wähle ich denn das aus? Aha. Gesundheitssachen. Ab 70. Aber ich will mit ihm Beweglichkeit. Draufhauen und abhauen? Nee. Flankieren, Sprinter. Mhm. Was haben wir hier oben? Erhalte 15 Alpha bei einem Nahkampf. Wechsel zur Bauchlage ist gratis. Das ist nicht schlecht. Zusätzlich 20% Schadensreduktion bei Sprengkopf und in Bauchlage. Ich bin mit ihm Präzisionsschützen. Kann ich das ändern? Das ist doch jetzt nicht unbedingt ein Sniper bisher. Okay, und maximale Treffer erhöhen wäre jetzt auch nicht so schlecht, aber ich glaube, ich nehme das mit der Bauchlage. Ist das jetzt schon ausgewählt? Ah, und dann geht es danach hier weiter. Steht hier mal einfach mal. Muss ich jetzt zurück oder kann ich jetzt hier den anderen noch wählen? Den müssen wir wahrscheinlich mal so machen. Der hat natürlich mehr zur Auswahl. Er hat auch schon Blutrausch. 30% zusätzlich Crit-Chance mit Nahkampfwaffen und Schusswaffen auf Nahdistanz. Behält die Hälfte der Gratis-Bewegung Reichweite, während du eine schwere Rüstung trägst. Plötzlicher Schlag löst keinen unterbrechenden Angriff aus, während Nahkampfangriffe ausgeführt werden. Achso, Was haben wir hier? Kein Schadensabzug für Schüsse auf Arm und Beine. Ablenkender Schuss. Stellt 20% mehr Treffer her. Nee, das ist eher für die andere Olle gut. Ein Charakter kann sich jede Runde bewegen, ohne AP zu verbrauchen. Gratis Bewegung. Gegen flankiert. Und ne, komm, wir nehmen den Sprinter ruhig. Quiet. Ready. Running silent. Wer fehlt denn hier noch? So, du krabbelst hier irgendwo in der Walachei umher. Warum eigentlich? Wäre natürlich katastrophal, wenn du jetzt in den Gegnerin läufst. Running silent. Oh, da sind Feinde. Keep it quiet. Wo ist sie? Da. You know, after we lost behind, bleib mal stehen. Yeah. The Major was furious, no? I was scared shitless he'd shoot me. But instead, he laughed and asked me to tell him exactly how the mercenaries did it. Oh, Le Major is very smart. He was doing, how do you say, tactical debrief. Tactical debrief, my ass. I was telling him how Le Garçon bought it. And the old bastard was laughing and applauding. He said, they did what? Ah, that's how you do it. Damn. Makes you wonder. Ja. Ich sehe immer noch nichts an. Musste schießen, die sind ja auf ihr zugelaufen. Oh, wir können jetzt laufen. Scheiße, der Rest ist halt noch zu weit weg. Die Objekte sind immer ganz schön hart im Weg, kann ich auch nicht tun. Auch mal darüber. Ich hätte vielleicht den mobilen Schuss machen sollen, wa? Kann ich das immer noch machen? Was steht da? Besetzt. Achso, ich muss bis dahin. Und bis dahin läuft sie jetzt und schießt die ganze Zeit aus. Nee, okay, ich mach's ja nicht. What? Steh mal auf. Okay, deine Reichweite ist halt völlig für den Arsch. Going dark. Hätte ich normale Bewegungsreichweite drücken sollen. Running silent. I shall not make a noise. Understood. Ah, dahin und jetzt auf den Schießen. My gun is not a magic bitte triff ihn irgendwie. Wie hast du denn geschossen? Was war das denn? Hast du gegen die Wand geballert oder was? Yes. Moving to position.
alle keine Bewegung mehr. Das ist ja richtig kacke. Das heißt, die kassiert ja jetzt gleich richtig. As good as done. I dare you to move. Hey. Ich dachte, sie wird festgenagelt. Jetzt läuft er und schießt mir mal vorbei. Okay, okay. Nehmen wir hin. Bisschen ungünstig laufen, aber für ihn ja auch. Guck mal, du hast da was in der Sicht. Blum. What do you suppose this is? Die Sektor sind immer noch Feinde aktiv. We got this. So, jetzt sammelt euch mal bitte alle, Mann. Ach, im Schleichmodus. Ich weiß halt nicht, was hier drüben noch so lauert. Darum gucken wir jetzt mal hier hin. Okay. So. Ready. Komm mal bitte hoch. Quiet. What? Running silent. I shall not make a noise. Let's play hide and go seek, but with live ammo. Kommst du, ja. Keep it quiet. Wo sind? Moving. Wo seid ihr, Bastard? My babusia taught me to hunt this way. Scheint nicht Kinder mehr zu sind. Kann man das Boot erklauen? Das sieht gut aus. Hat eine gute Bewaffnung hier. Quiet. Könnten wir alle Hafenstädte unsichtbar machen? Unsichtbar. Unsicher. Ach Gott, ja. Meine Leute sind unsichtbar noch. So. Quiet. Nochmal einen Arsch gerettet. Vielleicht hier was im Zelt? Observe. One sneaks up on the enemy like so. Hier hinten irgendwo am Rand noch sind? Gerade ist halt riesig. There's some loot over there. Was? Gonna blindside them. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. So, wir hatten hier das Spring-Experte hier. Haben wir leider nicht, ne? Und doch. Teste mal. Trap disarmed. So, was gibt's hier drinnen? Teilchen. Teilchen für die Truppe. Und nochmal eine Brechstange. Ja, nimm ruhig mit. Moving. When I was little, I would hide from everyone. Quiet and efficient. Haben wir hier alle Gegner jetzt besiegt? No time for shit yet. Nee, immer noch nicht. Ready. My babusia taught me to hunt this way. Ich glaube, den laufen die Leute auch, glaube ich, normal wieder. Wenn wir hier alle haben. Let's grab what we can. What? I shall not make a noise. Yes? Going undercover. Wo seid ihr denn? Let's play hide and go seek. Es kann doch nicht so schwer sein, mal die Gegner zu finden, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich die gleich hier drinnen sehe, wenn die da drinnen hocken würden. Keep it quiet. Ja, hier ist keiner. Hier ist keiner. Okay. Stehen jetzt alle auf? I will lead. Ja. Jetzt sprinten wir mal über die Map. No sweat. Ich weiß ja nicht, wo die sind. Irgendwo müssen sie ja sein. Did someone call Dial a creep? Auf welchen Häusern vielleicht? Hier am Anfang ist ja keiner mehr. Hilft mir das hier noch irgendwie? Patrouille, ja. Let's go. Ich doch irgendwo im zweiten Stock oder sowas. Let's move. Get the lead out, people!
I wonder what secrets this is hiding. Ich brauche sie reden. Wo? Das ist da. The door is locked. Lauf da halt hinten rum. Found something nice. Können wir instant verkaufen hier. Was haben wir hier? Immer verteilt und nochmal eine Zange. Hat ja bald jeder eine, wa? Wir kommen so nicht nach oben. We're on our way. Lauf nie jetzt lang, ach, über außen. Want me to kick it in? Und du hast eine Brechstange oder nicht? Dann macht er damit auf. Grizzly hier. What next? Nee, ich Monica wollte alle nehmen und here? Da drauf drücken. Damit das irgendwer von euch hinkriegt. Gut, damit ist die Hütte durchsucht. I will lead. Ab zur nächsten Hütte. Irgendwo müssen sie ja drin sein. Das geht ja so nicht. Take a look at this. Was haben wir hier? Oh, an enchanted item! Mhm. Und dann weg mit dem. Ist hier was im zweiten Stock? Copy that. Oh, da ist nichts an der Scherge da hinten. Okay, okay. Jetzt wissen wir zumindest, wo die Leute sind. Weiß nicht, ob das der letzte ist. Wer von euch hatte das Gewehr? Kannst du von hier gucken? Easy shot on an unsuspecting target. Kann man versuchen. Keeping it quiet. Ready. Will der Rest nicht laufen? They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Quiet. Going Hallo. Stealth mode. Sneaking up on them. Keeping it quiet. Gotcha. Setting up for covering fire. As silent as a spirit in the woods. What? Moving. Observe. Once this will be trivial. Oh. Hat gereicht. Hoppala. So, immer noch Feinde hier? Okay, jetzt haben wir die Kontrolle über die Docks. Yes? Jetzt könnt ihr also alle normal rumrennen hier, wie die ISS stürmen. Da gibt's irgendwas zu untersuchen. Can use this. Was machst du denn für Geräusche? Boah, hier sind ja so viele Leute zum Vollquatschen. Mollys. Okay, ein paar Mollys. Untersucht mal hier den Quatsch. Ist da was? Die Schrot nicht mitnehmen oder was? Das ist bloß so eine Standardinfo oder was? Dass in der Vitrine sich diese Waffe oder muss ich mit ihm quatschen? Los, quatsch ihn an. Hey, bist du ein Zombie oder was? So ein Zombie, glaube ich. So, dann plündern wir mal hier oben weiter. Den Schrank plündern. Und dann nach unten noch das Telefon. Was ist das denn? Warum hatten die so ein Plus dran? Ach, die hat Teile schon drin, ne? So eine verbesserte. Sehr fein. Den geben wir die erstmal. Doch einfügen. Boah, ich bin immer schwierig mit den Tasten, die ist da oben. Ach so. Seifenfeuer braucht 6, automatisches Feuer auch und Einzelschuss 5.
Das sind die Tipps, die wir dafür kriegen. Und was die Teile machen, sehe ich so nicht. Kann ich das irgendwie sehen? Waffenbots, ja, Text, haben wir gesehen. So. Keine Änderung, hohe Genauigkeitsbonus und Bauchlage. Das könnte mein Heavy kriegen. Standardmagazin und Prismenzielfernrohr. Hohe Crit-Chance für Angriffe mit 3 oder mehr Zielenstufen. Okay. Dann bekomme ich das einfach mal selber. Das heißt, die hier müssen wir mal entladen. Und die hier. Ne, du. Die hier müssen wir mal nachladen. My ammo is getting low. Ja, es hat nicht allzu viel Muni, das stimmt. Ready. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber gucken. So, hier unten wird anscheinend gehackt. Dann müssen wir mit Headshot Hue reden, wer auch immer das hier ist. Warum das so heißt. Bisschen Geld gemacht, okay. What's up? Ah. I ain't never seen you here before. Ja, wir zocken gerne. You like to gamble? Aber yeah, nicht mit dir. You love it. They call me Headshot Hue. You can call me Headshot or Hue. Just don't call me Headhole. That shit ain't funny. Haben die Headshot mit Lochkopf übersetzt? Ach nee, wir sollen ihn nicht so nennen. Okay. How do you feel about throwing some dice? Würfelspiel. Du hast schon den Pokerchip als Kette. Ich werde nicht mit dir irgendwelche Glücksspiele machen. Sie schlägt Strip Poker vor. Yeah, it's a wild story. You don't believe me, do you? Ja. Nie im Legen. Zeig her. Nee. Mach ich nicht. Come on. Nee. Watch your head. Ich verzocke hier kein Geld, auch wenn es bloß 400 sind. Gibt Zockern keine Chance. What? Speak louder, for fuck's sake. Die irre Hanna. What? Okay. So, dann gucken wir mal zu Oma Kohani. Sind jetzt hier viele Leute, ey. Vor allen Dingen auch so fit. Who the fuck are you? Was ist mit dir los? Was hast du denn da in deiner Handtasche? wir sind freundlich. Good for you. I'm not. Oh, sie hat einen Waffenladen. Verkaufst du Waffen? Natürlich verkaufe ich verfickte Waffen. My babushka used to teach me how to shoot. I could never sell it. What if all these weapons were a gift from your own babushka? Would be a hell of a ruse. Was zur Hölle? Something you pay with money. You steal something, you pay with your fucking life. Klauen sollen wir bei ihr so nicht. Nimmt ihr auch hier diese Taschengeld? Never fuck no. Give me some real fucking money. No. Okay, sie nimmt nur das Geld. Verkauft nicht an der Legion? Fuck no. No guns for those fucking rapist marauders. They only get bullies for planning to do something. Okay, die ist cool. Die gefällt mir. I'm Granny Kohani, for fuck's sake. Everyone knows me. Coffee Back beans? When I was in the coffee beans. So you're some kind of a boogie woman. Die coffee beans? The toughest fucking gang in town. In our day, no. Okay. Warum bist du so gemein? You remind me of my own babu. Your attitude is not appreciated. You'll take a more civil tone. So kommt auf die stille Treppe. I'll let you in on a little secret, Gran. Also was das wohl für eine Anspielung ist an diese ganzen Nannies? Come on, even the folk plan to swarm the place in a few days. I can't wait to lay out the welcome mat. Kugelsalat, der muss natürlich auch noch mal einmischen. Ich will nicht so viel quatschen mit euch. Ich will einfach weiterspielen, mal ganz ehrlich. Aber ich hoffe halt immer, dass die irgendwie noch was gibt. Modifizierte Severie quasi. Oder wir nehmen mal mein Haupt. Hier werden wir einfach Handgranaten finden. Ja, 3 Stück. RPK 74. Das klingt eigentlich ganz schick. Ich muss wieder niesen. Oh, ein Rainbow 3.
Ihr kennt hier nicht den Benbow. Oh, Sylvester Stalin. Sylvester Stalin. Oh, wirklich. Muss man eigentlich ein Bild von machen. Das bin ich ehrlich. So, mit dem Waffenladen vielleicht so in dem Grund hier so. So, dann nehmen wir, glaube ich, schwere Rüstung. Die kaufen wir, glaube ich. So. Wie schwer ist denn die? Unhandlich, keine Gratisbewegung. Wie, keine Gratisbewegung? Das ist aber unschön. Gut, das wäre sowieso mein Heavy. Dann können wir doch mit dem noch eine APK nehmen. Wobei der hier immer noch als Scharfschütze zählt. Kann ich das irgendwie ändern? Naja, egal. Modifizierte APK holen. Ja, komm. Geh mal darüber. Haben wir gekauft, perfekt. Haltbarkeit ist immer noch hervorragend. Durchschlagkraft ist leicht. Okay. Langsamer Haltbarkeitsverfall. Das hat die andere aber auch. Ja. Die hat schon Trommeln und so. Ja, cool. Sollten wir vielleicht doch nochmal tauschen? Haben wir eigentlich Munition dafür? Ne, in Schrott wollen wir sie definitiv nicht zerlegen. Ich kann sie nicht nachladen. Hab ich gar keine Muni mehr für solche Art Waffen? Gerade in der Mission sowieso nicht. Na, dann müssen wir es erstmal so lassen. Ist das eine Schrot oder was ist das hier direkt? F and Fall, was ist denn das? What do you want? Ist das was für dich? Ah, okay. Auch nicht so verkehrt. Brauche aber halt auch wieder Munition, die wir gerade nicht so richtig haben, oder? Drei Kugeln sind da noch vorhanden. Gut, die musst du auch mal behalten. Wie ist denn das mit deiner Durchschlagskraft gleich? Treffsicherheit ist bei ihr 90. Hoher Schaden, schneller Haltbarkeitsverlauf. Okay, okay. Wir haben zumindest ein paar teure Waffen gekauft. Die Handgranaten. Ready. Wie viele Handgranaten habe ich wirklich noch mit ihm? Zwei, na komm, dann nehmen wir noch ein paar mit. Achso, ich habe das aus dem abgebrochen. Dann haben wir den Laden noch von die Omi mal leer gekauft. Ist ja auch nicht verkehrt. War ja guter Scheiß dabei. What are the chances I'll find so. Hinten ist die fiese Tudi, die hat irgendwie ein anderes Zeichen im Kopf. Die Gang wiedervereinen mit Kalina, okay. Scheint irgendwie eine Gruppenmission zu sein, wahrscheinlich irgendwie eine Anspielung auf den Vorgänger. Wir hatten hier noch keine Body. Nur sie. Leichte Tarnung, so ja. Lassen wir erstmal so. So, was habt ihr denn so? Nee, Kanina soll die anquatschen. Warum hat die anders das gleiche gemacht? Was stand da, Psycho? Kalina hier. Okay. Irgendwie scheint da eine Questetrigger zu sein. Wir können noch die Gegner durchsuchen, natürlich. Zumindest die, die dessen Körper noch existieren. Die irre Hannah hat jetzt auch, oder was? Wie wir mit der quatschen können? Ready. Scheint auch was mit Gang zusammenfügen, yes? Wieder. Okay, du durchsuchst einfach mal den. Die Pistole können wir mitnehmen. Okay, die Oberhanna hat irgendwie nicht so richtig Lust zu reden, glaube ich. Yes? Kannst du die vielleicht bequatschen? Komm, du bist dran, bequatsch sie. Vielleicht hilft's bei dir. I'm not interested in whatever you're selling. Ach, man braucht Sprengstoffschicks. Yes? Okay. Da ist meiner zu schlecht drin. Grant told you I like explosives, didn't she? She's kind of soft-spoken, but she's a sweetheart. Okay, jetzt auf einmal geklappt. Ich weiß nicht, warum es da vorne nicht so geklappt hat. So, dann müssen wir noch mit der da reden. As you wish.
Oh, haben wir jetzt alle zusammen? Don't quit crying. Was, die hat mich einfach in die Fresse gehauen? So old Gran wants my help cutting up some Legion boys. Well, count was? Me was? Fuck, ey. Dämliche Kuh. Don't tease me. What's the word? Die Miranda. Back when I was a coffee bean, guys couldn't decide if they wanted to sleep with me or wet their pants and run. Was? Der könnt jetzt überreden, Leute. Same thing happens to me whenever I show a guy my guns. Yes? All right. Grizzly here. Hat das jetzt funktioniert? Okay. What's the word? So, wen haben wir denn hier noch? Let's move. Den kannst du durchsuchen. Da können wir noch was durchsuchen. Oh Gott, hier liegt noch so viel Scheiße. So, hier noch ein paar Sachen. Noch eine fette Brechstange. Ich habe ja auch davon noch nicht genug. Oh, ich sehe gerade. Das sind ja so ja nicht mal die Stielgranaten, sondern richtige andere Granaten. Richtig die Eier. No sweat. Die noch bequatschen? Dann haben wir die Gang bald wohl zusammen, oder was? Die Gangmitglieder der Coffee Beans sollen wir halt hier vereinen. Dann können sie die Docks am K9 zusammen verteidigen. Okay, hat geklappt. So, wer fehlt denn da noch? Alte Winnie ist sie hier. Irre Hannah, fiese Trudy, die Schnitterin und Geil Wilma. Da müssen wir jetzt alle haben, oder nicht? Oder haben wir erst Viere? Bin ich gerade unschlüssig. Aber ich sehe gerade hier zumindest keinen. Sammelt euch mal hier unten. Da können wir nochmal plündern gehen. Danach können wir hier unten auch noch ein bisschen rumplündern gehen. Da, Geil Wilma, die fehlt noch. Oh. Leuchtgeschosse. Für die Leuchtpistole. Können wir überhaupt noch was tragen? Sieht langsam wird's eklig mit dem Platz. So, an den Schrank können wir noch gehen. Oh, der Platz ist echt eng. Schlosswerkzeug. Oder eine Brechstange. Ja, dann nutzt du einfach die Brechstange. Ihr habt doch alle mittlerweile eine Brechstange, oder nicht? Lass mich in den Schuppen reingucken. Eine kaputte M14. Ich habe bloß keinen Platz mehr. So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. What? Shit, Mann. So echt eng hier. We're on it. Da liegt auch noch was. Fuck. You got it. Ready. So, du hast bis noch unverletzt und hast Treffer. Quatsch die mal an. Wieso bist du eigentlich hier die ganze Zeit die Einzige, die die duckt rumgammelt? What? I guess you're right. Führungsqualitätscheck. Okay, hat funktioniert. Also wir müssen einfach nur noch Checks überstehen. I'll go and see Gran. So, die Docks von Port Cacao werden in der Nacht des 30. April von der Legion gestürmt werden. Da müssen wir uns dann mal gucken, wo das sein soll und was damit gemeint ist direkt. Noch ein paar Leuchtmunition. So. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen was zwischendurch mal zerlegen oder verkaufen denn oder so. Ich weiß es noch nicht. So, haben wir jetzt alle vereint? Freuen die sich jetzt? Den haben wir bequatscht. Da sind alle wieder zusammen. Ich werde das ja den hoffentlich regeln. Ne, okay, dann ist die Mission hier oder die Region durch, glaube ich. Ne, Quatsch, hier, Karte ist ja M. K9 gestürmt. Okay. Das heißt, wir sollten hier vielleicht Truppen. Operation Endnight. Operation Endnight wird Sektor K9 ausgeführt. Ereignissektor aufrufen. Da bin ich schon. Okay, ja. Das haben wir schon verstanden. Ich dachte, da kriegen wir noch ein paar Infos mehr. Dann sollten wir doch hier Truppen ausbilden, wenn hier jetzt irgendwas los ist, oder? Und vor allem die verdammten Verletzungen behandeln. Haben wir noch einen Arzt mehr?
Ah, ne, die üben lieber am besten nochmal. Wie lange dauert das? 20 Stunden, ja gut, damit kann ich leben. So, Milizausbildung. Dann trainieren wir sie lieber. Ne, nicht in dem Wert. Weiter Beweglichkeit. Du trainierst ihn. Fertig, und die anderen machen dann noch Ausbildung. Irgendwie so in dem Dreh, mal gucken, wie wir das handhaben. Die Diamanten, sind es immer noch die, die da oben sind? Ja. Ein feindlicher Trupp wurde losgeschickt, um den Sektor Dorf Irni H2 anzugreifen. Sei bereit, den Sektor zu verteidigen. Ah, da oben, was kommt denn da? 9 Truppen und meine sind 8. Gut, meine werden dann nicht mehr pünktlich ankommen, also gucken wir uns das Ganze an. Ready and available. Was ist da los? Da ist der Außenpostenangriff. Und da haben wir Söldner trainieren. Okay, dann sind wir noch beschäftigt, ja? Erholung. Ist das noch vom Heilen, ja? Okay, dann machen wir... Miliz ausbilden. Ja, die sind gerade nicht so geil, die Leute, die das können. Können wir einfach noch einen nehmen, ey. 20 Stunden für die 4, ja komm, macht einfach. Und du machst, obwohl du es auch nicht richtig kannst. Wie viele Stunden haben wir hier Luft? 6 Stunden ungefähr bis dahin und die anderen brauchen aber noch 20 Stunden. Na dann, 2 Tage. Nee, die kaputte lassen wir erstmal kurz. Das geht immer weiter nach hinten. Sind wir ungefähr bei einem Tag. Was nehmen wir? Die wieder weg? Achso, die Ausbildung ist ja hier schon normal. Wir machen das ja dann fortfahren. Ja komm, wir machen das mal. Und jetzt sehen wir gleich den Angriff. So, 8 gegen 9. Automatisch oder selber kämpfen? Selber kämpfen geht nicht, weil ich nicht dabei bin. Voraussichtlich Sieg. Na dann. Ein Rekrut ist gestorben und die anderen bleiben alle weg. Veteranen und... Nee, achso, jetzt haben wir 5 Veteranen. Ein Rekrut ist gestorben, einer verletzt, einer gestiegen. Perfekt. Ja, dann war der Angriff natürlich von denen unten. Also, geklappt. Gut. Meine sind jetzt noch beschäftigt mit Milizausbildung und so ein Kram. So, er ist jetzt fertig. Jetzt ist er, achso, mit ihr beim Lernen. Na, dann machen die weiter trainieren. Ich meine, mehr als laufen kann er nicht lernen. Macht einfach noch ein bisschen. Wir brauchen ja sowieso noch ein paar Milizsoldaten hier hinten. Was haben wir hier? Mehrere Ereignisse. Ach, Miliz fertig und das andere fertig. Perfekt. So, und das ist die Mission Overnight auf K9, da wo wir sind. Wow, this task is really taking a long time. You must like watching me work. Ja. Bis dahin sollten wir hier möglichst verteidigt haben, oder? Zeit läuft noch. So, wer ist jetzt fertig, dass wir hier... Der mit Reparieren ist durch. Der ist halt ultra kacke in Reparieren, wenn ich ehrlich bin. Hm, die anderen sind bis dahin mitten im Trainieren. Hm. Beste noch? Kurz vorm Angriff wäre das jetzt so. Ja, dann nehmen wir... Warte mal, die ist hier gerade nicht ausgerüstet. Die scheint ausgerüstet zu sein, die Waffen. Der braucht so lange, dann kann er sich, glaube ich, kaum noch ausruhen. Ich weiß nicht. Scheiß mal auf eine Waffe und machen weiter. So, jetzt sind die hier gleich wieder fertig mit der Milizausbildung. So, wenn ich jetzt nochmal welche ausbilden will, sind die wann fertig? Sehe ich nicht, ne? Aber das wird wahrscheinlich zeitlich nicht mehr reichen. Wir sind ja nun echt kurz davor. Dann ruht euch einfach aus. So, ihr trinkt also ein. Der Rest muss noch warten, der eine repariert halt noch. Sollte jetzt nicht hier irgendwo der Angriff kommen? Ja, da kommt der Angriff. Wer ist jetzt hier fertig? Keine anderen. Dann... Achso, die können nicht mehr dazu. Na dann... Macht einfach so weiter. Was ist hier?
Achso, die lernen dann immer noch. Müssen das Lernen quasi abbrechen, kurzzeitig. So, und jetzt geht's quasi ab. 17 Feinde. Okay, das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal greifen wir uns quasi die Schmetterlinge an. Wird natürlich sehr unschön, glaube ich. Das Level war ja relativ groß mit dem... Vielleicht in den Gebäuden so ein bisschen verteidigen. Ich weiß ja nicht, von wo die alle kommen. Wir werden sehen. Das beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.